Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Road to Diamond. Wir sind in in Platin 1 und ihr seht, meine Match-History ist nicht schlecht, ist ganz okay. Dazu muss allerdings jetzt auch gesagt werden, ich bin derzeit in einer Coin-Toss-Losing-Streak, also einer Münzwurf-Verlierer-Anreihung. Ich bin bei dem 12. Münzwurf, den ich verloren habe. Hintereinander. Das sind alles Games, wo ich den Münzwurf verkackt habe. Also ich habe ihn ja nicht verkackt, es ist dann mehr Schicksal oder Zufall. Ich weiß nicht, ob 12-mal hintereinander bereits Zufall ist oder nicht, aber an sich ist das Ergebnis immer ganz nett. Und wir gucken uns das letzte Match an. Wir sind beim 29.07. ist derzeit, bedeutet, in 2 Tagen werden die Ranks zurückgesetzt. Ich muss noch 2 Matches gewinnen, das kommt dann im nächsten Video. Hoffentlich, dann werden wir da Diamant 5 erreichen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal ein Replay an. Wir sind natürlich als 2. dran, wie soll es anders sein, wenn wir den Cointoss verlieren, gegen Sprite. Ich mache gleich noch die Musik an, keine Sorge. Und ich habe tatsächlich gedacht, das wird sehr, sehr knapp, beziehungsweise wir verkacken das Game und werden nochmal 3 brauchen. So. Ich pausiere an dieser Stelle mal und mache die Musik an. Das sollte so ungefähr passen. Und ihr seht, wir haben eine eigentlich ganz gute Hand. Wir haben den abgeheuerlichen Druiswurm. Können wir sogar im ersten Spielzug mit dem Gegner interagieren, sofern er ein Monster auf dem Spielfeld hat und ein Licht- oder finsteres Monster im Friedhof. Wir haben Nachbarsgras ist grüner. Perfekte Startkarte für die Anfangshand. Dann haben wir Chaosraum, auch ganz nett. Und wir haben die Kombination von Keldeo und Kelbeck, auch super an der Stelle. Kelbeck beschwört sich selber, wirft Kelbeck ab und Kelbeck mildt. Das wollen wir, das ist schön. Wir haben also einige Optionen, allerdings unser Gegner auch. Und er fängt an mit Orange und mit Rot und darf so Blau-Spezial beschwören. Blau aktiviert den Effekt, holt sich Carrot auf die Hand, das heißt, Carrot negiert Zauber- und Falleneffekte. Und Rot negiert Monstereffekte. Er beschwört Carrot, aktiviert den Sprite-Starter, den er direkt auf der Hand hat. Super, also die Kombination Rot, Blau und Starter ist super für Sprite. Holt sich so den Sprite-Strahl und darf sich so einen Sprite-Zauber oder Falle auf die Hand holen. Kriegt ein bisschen Schaden, aber ist okay. Holt sich, jetzt muss ich hier mal kurz gucken, das Sprite-Kreuzfeuer. Und das ist nervig. Warum? Es kann ein Monster stehlen aus einem beliebigen Friedhof oder vom Spielfeld, indem es entweder das Monster, was er wählt, vom Spielfeld oder unserem Friedhof, an sein XY-Monster dranhängt, der Stufe 2. Das ist dann der Sprite-Gigant, Riesensprite. Oder er kann halt das Monster klauen und muss es dann aber auf eine Zone beschwören, wo sein Link 2-Monster, also der Sprite 11 oder Sprite Sprint, drauf zeigt. Das ist nicht allzu schwer. Oder er beschwört das Ziel als Spezialbeschwörung von einem beliebigen Friedhof in eine Zone, auf die ein Link 2 Monster zeigt. Das heißt, er kann seine eigene Monster wieder reviven, sofern ein Link 2 Monster auf die Zone zeigt. Er kann unser Monster vom Spielfeld klauen und es entweder an sein XY-Monster dranhängen oder halt auf eine Zone beschwören, die ein Link 2 Monster zeigt. Oder aus unserem Friedhof kann das auch klauen. Also, der hat da ordentliche Optionen und das ist ziemlich nervig. Gegen einen Rot und eine Carrot, da können wir gegen anstinken. Das ist kein Problem. 2 Negates, Zauberfalle, gerade mit dieser Hand, kein Problem. Wenn wir ein bisschen Glück mit dem Milz haben. Aber das, noch ein Steal dahinterher. Und wir wissen nicht, was noch kommt. Jetzt kommt erstmal der Giant Sprite, der Riesensprite. Der aktiviert natürlich seinen Effekt, wirft den Sprite blau ab. Jetzt können wir auch nicht mehr unseren abgeheuerlichen Druiswurm benutzen, denn es können nur noch Monster der Stufe 2 spezial beschworen werden. Das gilt nicht nur für ihn, das gilt auch für uns. Er beschwört den Austauschfrosch aus seinem Deck, deaktiviert den Effekt, wirft die Runenkröte ab, macht eine Linkbeschwörung der Stufe 2 zu Sprite 11. Haben wir kommen sehen. 11 aktiviert den Effekt, holt den Austauschfrosch zurück. Austauschfrosch aktiviert den Effekt, wirft einen Austauschfrosch ab. Es aktiviert sich der Effekt von Runenkröte, die ein Froschmonster im Friedhof verbannen darf und dann spezial beschworen wird. Kommt also auch aufs Feld, es wird eine weitere Linkbeschwörung gemacht zu Sprite Sprint.
Und jetzt darf er ein Monster der Stufe 2 von seinem Deck auf den Friedhof legen. Es ist der flinke Angler. Das bedeutet, er darf bis zu 2 Flinkmonster der Stufe 3 oder niedriger, also in diesem Fall dann Stufe 2, weil er kann nur noch Stufe 2 Monster beschwören, aus seinem Deck spezial beschwören. Was für ein Spaß. Es kommen 2 flinke Biber. Und Karotte und Biber werden zu IP. Das heißt, er hat nochmal zusätzlich, indem er in Gottes reingeht oder Avramax. Mit Gottes hätte er nochmal einen Steal oder beziehungsweise ein Removal, das nicht targetet. Also keine Karte als Ziel wählt. Strong kommt eine Gottes aufs Spielfeld, die auch strong ist und die negieren kann, die nicht als Ziel für Karteneffekte gewählt werden kann. Also schwierig. Oder ein Avramax, der auch noch als ja eine Art Towers ist, ne? Also unaffected bei Karteneffekten, die ihn als Ziel wählen, kann nicht zerstört werden mit Monstern aus dem Extra-Deck und so weiter und so fort. Und er setzt 2 Karten verdeckt. Ich weiß nicht, was die zweite ist, aber das eine ist ganz sicher das Kreuzfeuer. Also ein ziemlich gutes, Board hier für unseren Sprite-Player. Sehr viele Interactions, hat nicht so viel Damage drauf, aber das würde dann im nächsten Zug wahrscheinlich kommen. Wir aktivieren Chaosraum. Werfen den Druiswurm ab, er aktiviert Sprite 11, wir chainen darauf die gerade gezogene Max C. Warum machen wir das? Max C heißt, wir dürfen, wenn unser Gegner spezial beschwört, eine Karte ziehen. Das heißt, er beschwört jetzt aus dem Friedhof die Sprite Rot. Carrot wäre ungünstig gewesen, Rot ist okay. Beschwört die Sprite Rot, wir dürfen eine Karte ziehen. Außerdem forst es ihn ungefähr, also es ist ein kleines Mindgame. Es forst ihn nicht, aber es wäre jetzt logisch aus seiner Sicht, die IP zu benutzen, wenn er keine Goddess hat. Denn die IP wird sich hinter das Maxi chainen, bedeutet er beschwört jetzt ein Linkmonster als Spezialbeschwörung und dann aktiviert sich Maxi, das heißt wir dürfen durch diese Linkbeschwörung keine Karte ziehen. Würde er jetzt nicht die IP aktivieren, sondern erst später, dann dürfen wir eine Karte ziehen. Das will er anscheinend nicht und chaint darauf die IP. Heißt, entweder hat er keine Gottes oder er will gar nicht in Gottes gehen. Oder wir haben ihn bambuselt. Kann auch sein. Er macht auf jeden Fall eine Link 4-Beschwörung zu Apollosa. Auch unschön. Warum? Apollosa hat an dieser Stelle 2400 Angriffspunkte. Und sie kann 800 Punkte opfern von ihren Angriffspunkten, um einen Monster-Effekt zu negieren. Pro Kette. Mehrmals pro Spielzug. Das heißt, sie kann dreimal Monster negieren. Aber nur einmal pro Kette. Das ist wichtig. Das heißt, wenn wir Monster-Effekte hintereinander chainen, was durch Nachbars Gras ist grüner passieren wird, dann kann sie nur den letzten Effekt blockieren. So, die Sprite Rot kommt. Wir holen uns den weißen Drachen Lindwurmstrahl auf die Hand durch Chaosraum und haben natürlich, weil Rot gespecialt worden ist, eine Karte ziehen dürfen und das ist Angriff der Lichtbrigade. In diesem Fall wäre jetzt auch eine Carrot, die hier liegt, kein Problem mehr. Wir könnten einfach Angriff der Lichtbrigade spielen. Er würde das zu 99% negieren wollen. Und dann kommt Nachbars Gras ist grüner und das reicht in dem Fall. Jetzt kommt allerdings Maxi bei ihm. Nicht schön. Bedeutet aber auch, er hat keine Handkarte mehr. Ich habe mich vor einer Ash gefürchtet. Deswegen hätte ich jetzt als erstes die Angriff der Lichtbrigade gespielt. Aber er hat keine Handkarte mehr. Er hat hier kein Zauber- und Fallen-Negate. Das Kreuzfeuer wird auch kein Negate sein. Und was hier liegt, wissen wir nicht. Aber es ist unwahrscheinlich, dass es eine Zauber- oder Fallenkarte negiert. Deswegen kommt jetzt Nachbars Gras ist grüner. Wir haben 52 Karten, er 27. Ja, da kommen jetzt einige Karten auf den Friedhof. Und unsere Mills sind ungünstig. Sagen wir es mal so, wir haben jede Menge Beastials und Punks gemillt. Rista ist da, das ist ganz nett. Wir haben Destrudo gemillt, das ist richtig schön. Aber sehr viele Karten, die wir eigentlich eher auf der Hand haben wollen als im Friedhof. Das heißt, alle, die wir im Friedhof haben wollen, sind jetzt im Deck. Naja, nicht die besten Mills, aber hey, hier kommt Wolf, hier kommt Kelbeck. Das heißt, der Kelbeck aus der Hand wird sich nicht mehr aktivieren. Und Saronia. Einfach, warum Saronia? Ihr habt gesehen, ich habe relativ viele Beastials gemillt. Ich habe nur noch 2 Beastials im Deck, muss ich dazu sagen. Nämlich einen Baldrake und einen Lubellian zu dem Zeitpunkt. Warum aktiviere ich Saronia? Ganz einfach, Saronia ist das letzte Bindeglied der Kette, das hier simultan, also gleichzeitig aktiviert wird. Bedeutet, seine Apollosa oder seine Sprite Rot kann nur Saronia negieren und das ist mir an der Stelle sowas von egal. Das heißt, wir haben hier einen Block. Wir haben hier einen Chain-Block. So,
Er negiert das nicht, weil Saronio ja eben auch egal ist. Zuberlin kommt auf den Friedhof. Wir millen 5. Er millt 5 durch Hellback. Und es kommt unser Freund Wolf. Er darf eine Karte ziehen wegen Maxi. Und wir haben den Künstlerkumpel Trickclown gemillt. Zusätzlich den letzten Beastial, den wir im Deck haben. Das heißt, wir haben gar keine Beastials mehr im Deck. Und beide Raidens. Und die letzte Punk-Karte. Also, die Mills sind nicht geil. Könnten viel besser sein. Naja, Trickclown aktiviert den Effekt. Bei ihm aktiviert sich der flinke Angler. Bedeutet, er darf wieder 2 Flinkmonster als Spezialbeschwörung vom Deck beschwören. Wir aktivieren Kerlback und schicken seine Appaloosa auf die Hand zurück. Das will er natürlich negieren. Macht er auch mit Carrot, schickt den Giant Sprite auf den Friedhof. Auch wieder hier Chainblock durch den Kerlback, dass die Appaloosa nicht negieren kann. Kerlback wird zerstört und negiert. Flinke Angler holt den flinken Biber. Wir dürfen eine Karte ziehen, er hat gespecialt. Es ist Opfer des linken Armes. Da kommt unser Freund, der Künstlerzauberer Trickclown. Wir verbannen den schwarzen Drachen Kollatschlange und beschwören weißer Drache Lindwurmstrahl. Kann er nicht negieren, kein Problem. Er könnte jetzt schon, hört er nicht. Er hat nämlich einen Fehler gemacht. Flinker Biber hat er in diese Zone beschworen. In die Zone, sorry, ignoriert das, es ist kein Link 2 Monster. Das heißt, Appaloosa, Sprite Kreuzfeuer ist gerade sehr nutzlos, denn er hat kein Exil mehr, er hat kein Link 2 Monster, das auf eine Zone zeigt. Naja, von Sprite Sprint abgesehen, das auf die Extra-Zone zeigt, und ich glaube, da kann er kein Monster, das kein Link Monster ist oder Extra-Deck-Monster, hinbeschwören durch Kreuzfeuer. Bedeutet, die ist relativ nutzlos an der Stelle. Und dadurch, dass er ein Link 2 Monster hat, können wir eine Goddess beschwören. Goddess braucht 4 Monster. Wir hatten 3, er hatte das 4. Und ist ein Link 5 Monster. Bedeutet, das Link 2 Monster zählt als 2 Karten. Goddess kommt aufs Spielfeld. Goddess ist an dieser Stelle der beste Counter. Der Sprite Sprint ist weg. Und Goddess kann alle Karteneffekte oder alle Monstereffekte, die der Gegner derzeit kontrolliert, negieren. Zusätzlich kann sie nicht von Effekten getargetet werden. Das heißt, sowas wie Raigeki oder Schwarzes Loch oder Dark Ruler oder so ein Zeug, das alles targetet, das funktioniert. Aber sowas wie Raigeki Brecher oder auch Negates von Appaloosa funktionieren nicht. Wir aktivieren den Effekt von Goddess, negieren alle Effekte auf dem Spielfeld. Er aktiviert darauf Appaloosa. Die würde aber Goddess targeten. Das heißt, Goddess Effekt wird nicht annulliert und sie wird nicht zerstört. Und an der Stelle ist es vorbei. Er hat aufgegeben. Wir hätten noch einiges machen können. Wir hätten hier noch den Angriff der Lichtbrigade spielen können. Hätten dann die Left Arm Banishing aktivieren können. Hätten noch einiges machen können. Wir hatten doch das Trudo im Friedhof. Also an der Stelle, ja, fand er nicht so geil. Und es sind noch 2 Matches übrig bis zum Diamantrang. Natürlich wie jedes Mal, wir gucken uns das Deck nochmal an. Ich zeige nochmal die Deckliste. Ich glaube, im letzten Video hatten wir es nicht gemacht, aber sonst machen wir es eigentlich immer. Wenn ihr interessiert seid an den Kombos, dann guckt euch mal das erste oder das zweite Video an. Am Ende des Videos erkläre ich da verschiedene Kombos. Und ja, so sieht das Deck insgesamt aus. Es ist ein 60-Karten-Deck. Ist, wie ihr seht, relativ teuer. Wir haben sehr viel SR und UR drin. Und ja, eigentlich ein saucooles Deck meiner Meinung nach. Auf Curious, den werde ich wahrscheinlich bald rausnehmen. Der macht einfach keinen Sinn. Den würde ich an eurer Stelle nicht empfehlen reinzunehmen. Stattdessen könntet ihr da Nightmare Unicorn reinnehmen, Albtraumritter Einhorn. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Ersatz als Link 3 Monster, weil Curious, da komme ich einfach nicht hin. Wir brauchen 3 Monster derselben Eigenschaft, aber unterschiedlichen Typen. Das ist sehr, sehr selten, dass das passiert. Wir haben zwar einige Lichtmonster hier, Ungeheuer, Krieger, Drache, Hexer, Fee und was weiß ich, was haben wir noch an Lichtmonstern? Eine Maschine, ein Psy, aber es lohnt sich eigentlich nicht. Also, Curious kann man rausnehmen. Und nach dem, was ich gehört habe, wird ja bald laut Decade, spreche ich den Namen richtig aus?
der neue Chaos-Support kommen, der im TCG halt schon draußen ist, mit Chaos-Erzunterweltler, Chaos-Ungeheuer und Chaos-Engel. Und Chaos-Engel ist auf jeden Fall eine Karte, die ich hier reinnehmen würde. Ist ein Stufe 10er, würde ich theoretisch durch Schwert austauschen mit Schwertseelen Oberherrscher Shengying. Aber Shengying drin zu haben, ist eigentlich ganz nice. Deswegen müsst ihr mal überlegen, Unicorn könnt ihr mit reinnehmen. Aber wenn Chaos-Engel rauskommt, dann würde ich hier Chaos-Engel reinmachen. Ansonsten, der restliche Chaos-Support ist eigentlich nicht so gut für das Deck. Weil wir einfach zu viele, ja, ich sag mal, Nicht-Empfänger und wir gehen auf Link und der neue Chaos-Support lockt uns halt in Licht- und Finsternis-Monster. Licht- und Finsternis-Synchro-Monster. Das heißt, Kalibra-Drache würde rausfallen, Chaos-Ruler würde rausfallen. Nee, stimmt ja gar nicht, die sind ja Finsternis. Wer würde rausfallen? Shengying würde rausfallen. Flumbaronin würde rausfallen. Lugaris würde rausfallen. Apollosa würde rausfallen. Also, ist nicht so geil. Würde ich ein extra Deck mal für machen, wenn die Karten rauskommen. Aber ansonsten, ja, so sieht das Deck aus. Wir öffnen noch, wie wär's mit einem Pack? Hätte da noch ein paar Karten, die ich gern haben würde, aus dem Höhepunkt des Showdowns. Zum Beispiel hier den die Flammende Khatija, die andere Fusionskarte, da die Super Poly-Target ist und er halt. Die hätte ich noch gerne. Aber gegen Shine oder Royal Finish Bestials sage ich auch nichts. Aber das sieht nicht so aus, als ob wir hier was rausbekommen. Schade, schade. Oh, obwohl. Da könnte noch was kommen. Und es ist Künstlerkumpel. Abgrundschauspieler. Ja gut, dann halt nicht an der Stelle. Wir können aber noch Bonuspacks öffnen. 7 Stück. Sind nicht so viele, aber hey. Öffnen wir. Vielleicht kommt da was Schickes raus. Nö. Super Kriegslöwe. Eine uralte Karte. Nett. Aber nein, nichts Interessantes. Oh, ich muss noch eine Sache machen. Eine Sache muss ich noch machen, bevor ich mich hier verabschiede. Nämlich, ich muss ein bisschen rumflexen. Weil ich es kann. Nein. Ich habe bereits den bewaffneten Drachen Level 10. Bewaffneter Donnerdrache? Bewaffneter... Auf jeden Fall dieser eine bewaffnete Drache auf Level 10. Habe ich einen Shine-Finish bekommen. Ist eine Ultra-Rare-Karte. Habe ich vercraftet. Aber jetzt habe ich sie in... Wo haben wir sie? Ihr könnt es wahrscheinlich schon ahnen. Meine Güte, ist das irgendwo... Wo ist er abgeblieben? Da. Royal Finish bewaffneter Drache, Level 10, weiß. Ich spiele bewaffnete Drachen nicht, aber die Karte ist echt schick. Sagen wir es mal so, ich möchte sie nicht vercraften. Die ist actual cool. Und wenn ihr Ideen habt zu bewaffneter Drache, Level 10, oder irgendwie, wie man bewaffneter Drache-Decks spielen kann, haut es gerne mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Und falls ihr da eine Synergie vielleicht auch findet zwischen Beastials oder vielleicht sogar Lightsworns, wäre nett. Also wäre cool, wenn ihr da irgendwie sowas findet. Ansonsten werde ich mir vielleicht selbst mal Gedanken machen. Aber wäre halt nett, wenn ihr da irgendwie euch vielleicht auskennt in der Materie mit bewaffneten Drachen und mir sagt, hey, das macht Sinn, das macht überhaupt keinen Sinn, die Karten reinzunehmen. Und dann kann ich mich daran zumindest orientieren. Gut, ich verabschiede mich dann an der Stelle. Wir sehen uns dann das nächste Mal, wo wir hoffentlich Diamant 5 erreicht haben oder erreichen werden. Bis dahin mache ich mal die Musik aus und sage ciao, ciao.